Einen schönen guten Tag zusammen und willkommen zurück zu 7 Days to Die, Tag 55, 4 Uhr. Ja, ich bin hier irgendwo unter der Erde. Ich bin nämlich gerade dabei, den ersten, ja, wie soll ich sagen, ersten Bauabschnitt meines Grabens hier zu setzen. Ich zeige euch auch gleich, wo wir landen. So, ich muss das mal hochbauen. Ups. So, müssten eigentlich gleich oben ankommen. Jetzt habe ich gleich ein Problem. Warte mal, wir machen das mal anders. Dahin. So, dann brauchen wir hier eine kleine Absturzsicherung. Ich habe mir eben schon, man sieht es hier unten links, den Buff. Ich habe nämlich schon den Knöchel verstaucht, weil ich so schlau bin. So, dann packen wir das mal da. Das müsste eigentlich gehen. Zack, zack, zack. Zack. So, das wäre quasi die Außensäule. Was es damit auf sich hat, das können wir uns gleich mal angucken. Wenn ich denn hier irgendwie ja, rauskomme. So, wir bauen jetzt wieder nach. Na. So. Entschuldigung. Da. So, wir sind draußen. So, wir sind nämlich genau hier gelandet. Ich habe mir kurz nach der letzten Aufnahme, da können wir uns das mal hier angucken, da habe ich hier diesen breiten Graben gesetzt. Den habe ich deswegen gemacht, das haben wir ja in der letzten Folge gemacht hier. Und habe mich dann einmal über zwei Block weit rübergebaut, um mal zu gucken, wo wir denn da landen, damit wir dann wirklich eine gleichmäßige Ebene haben. Bin dann direkt hier unten gelandet. Das passt eigentlich wunderbar. Und habe mich dann von drin rausgebuddelt, so Pi mal Daumen. Also ich habe mich dann hier so an den Pfeilen orientiert und so weiter und so fort. Und bin genau hier rausgekommen. Also ich bin genau an der Stelle rausgekommen, wo jetzt hier die Säule ist. Das passt also wunderbar, um dann halt schon etwa zu wissen, wie breit der Graben sein könnte. So, das ist natürlich die Frage, ob wir jetzt hier das hier alles einmal wegbauen. Das wirklich alles wegbauen. Dann wäre das wirklich ein richtig fetter, breiter Graben. Ja, oder eben halt nicht. Das ist nämlich das. Hier könnte ich mich im Prinzip schon mal runterbuddeln, im Prinzip, weil das in die Richtung geht das ja nachher. Das ist der Weg, den ich gebuddelt habe hier. Der geht ja einmal komplett rüber und dann landen wir nämlich direkt bei uns in der Butze. Also müssen wir auch sehen, dass wir das vielleicht für die Horde so ein bisschen absichern. Ich hatte schon eine Wanderhorde, die ist hier sogar direkt rüber gelatscht. Die hat das nicht weiter gestört, also das sollte eigentlich soweit fruchten. Aber wie gesagt, wenn wir das Problem bekommen, dass die hier irgendwie in den Untergrund kommen, deswegen lasse ich die Blöcke auch hier unten drin, damit sie eben nicht darunter fallen. Die werden sich vielleicht einiges brechen, aber letztendlich sind sie in dem Tunnel. Wenn sie im Tunnel sind, dann können sie quasi direkt zu meiner Basis rüberlaufen. Und das wollen wir natürlich so nicht. Gut. Ja. Das ist jetzt, wir müssen mal gucken, wie wir hier jetzt weiterbauen. Also ich habe jetzt erstmal hier den ersten Anfang gemacht, den ersten Part ausgehoben. Also ich muss wirklich sagen, also der Bohrer, der ist wirklich sein Geld, in Anführungszeichen, sein Geld tatsächlich wert. Weil man kann hier so schnell durcharbeiten. Das ist wirklich grandios, wie schnell ich das hier hinbekommen habe. Einmal mal eben nach unten buddeln, zack, einmal eben nach oben buddeln. Und dann hat das alles gefruchtet. Wir müssen das alles so ein bisschen abstecken. Also ich werde das, so wie ich das hier gemacht habe, wohl noch öfter machen, dass wir uns einmal komplett runterbuddeln und dass wir dann so grob abstecken, wie tief dann, beziehungsweise nicht wie tief er da sein soll, das weiß ich natürlich so, aber ich meine, wie breit er nachher der Tunnel sein muss, beziehungsweise wie breit der Graben sein muss. Habe ich hier gerade eine Schreierin? Okay. Ich habe zwischendurch noch ein bisschen Blei gefunden. Da 435 Blei, dann eine kleine Bleiader. Das ist auch schon mal nicht verkehrt. So, bauen wir einfach mal weiter. Was? Achso, das ist ja schon aufgewertet. Alles klar. Das ist noch nicht aufgewertet. So, hier hatte ich auch schon ein bisschen Beton. Bin ich schon losgeworden. Ja, das ist die Frage. So, das war jetzt die Säule. Okay. Die Säule, also könnte ich mich im Prinzip hier rüber buddeln. So. Oh. Okay. Da müssten wir eigentlich drüben
bei der Mauer landen. Tada! Da ist sie auch schon. Da sieht man mal, wie schnell man da eigentlich durchkommt. Das ist grandios. So. Müssen wir natürlich ein bisschen reparieren. Warte mal. Können wir eigentlich gleich hier mal Beton aufwerten, was wir nicht haben? Schade. Und essen müssen wir auch noch. Oh Mann, auch das noch. Auch das noch. So. Hier war mein Zugang. Den weg, den weg. Den weg, den weg. Nein! Okay. So geht es nicht. Okay, so, da haben wir wieder ordentlich Pflanzenfasern, die wir sowieso nicht brauchen. So, zack. Zack. So, hier vielleicht noch einen Block rein. So. Aber wir müssen echt mal sehen. Wir können hier gleich mal aufräumen. Ganz ein Schmodder. So, der Anfang ist auf jeden Fall getan. Also wir haben auf jeden Fall schon mal den Graben nicht ausgehoben, aber wir haben zumindest mal einen Start gemacht hier, wo wir in etwa rauskommen. Wir müssen erstmal abstecken, wie wir das machen. Und jetzt müssen wir das einmal abzählen. Wie viele Blöcke sind das überhaupt? Das habe ich doch garantiert. Müssen wir mal von unten zählen. Von unten geht das, glaube ich, ein bisschen einfacher. Weil dann wissen wir nämlich auch gleich, wie weit wir nach hinten graben müssen, wie weit wir zu den Seiten graben müssen. Das wissen wir dann auch alles. Oh, siehst du, das passt ja wunderbar. Guck mal hier. Zack. Oh nein. Gehen wir mal nach außen. Jupp. Ach, da oben bist du. Ah, nicht so ruckeln. So, schnell hin. Nicht schreien, alles gut. Nice. Oh, nicht gut. Oh, genau in die Fresse geschossen, das war's. Ja, schön gerade auf mich zulaufen. Nein. Warte, ich habe doch gerade eine Pistole gehabt, aber ich habe jetzt natürlich keine Zeit. Nein! Das hast du dir so gedacht. So, hier. Was Geburtstag. Oh. Ey, das sieht total creepy aus, wie die hinten auf der Straße stehen und in meine Richtung gucken. Boah. Puh. Football Dress. Ja, das habe ich. Ich habe natürlich wieder kaum Zeugs dabei, was? $36, $66. Dann lassen wir das erstmal. Lucas Seed. Können wir irgendwas wegschmeißen? Ach, guck mal, hier Pflanzenfasern, scheiß drauf. Mein. Das Football Jersey brauche ich jetzt auch nicht unbedingt, aber. Können wir verkaufen. Übrigens, das wollte ich noch gesagt haben. Ich wollte eigentlich gleich ganz gerne nochmal zum Händler fahren. In der Hoffnung, dass wir vielleicht eine Blade kriegen. Also so eine Kettensägenblade. Auch schön, Kettensägenblade. Ah, dass ich dir mit einem Schuss weggemacht habe. Das ist ja mal nice. Hier, komm mal ran. Hey. Stirb gefälligst, wenn ich es dir befehle. Oh. Taschenmotorradlenker. Hm. Haben wir hier irgendwas? Holz haben wir sowieso nur 5. So, ich muss das mal gleich ausmüllen. Ja, Holz habe ich nur 5, tatsächlich. Also da muss ich echt mal sehen, dass ich da gleich noch ein bisschen. Dass ich noch ein bisschen was organisiert kriege, weil wir müssen ja auch noch ein paar Spikes herstellen. Ja. So, dich nehmen wir auch gleich auseinander, weil du hast ja Fleisch dabei. Schwupps. So. Und dann mal wieder zu, vorsichtshalber. So. Wir sollten uns erstmal ausmüllen. So, wir haben noch ein bisschen Eisen. Thunfisch haben wir noch hier, Sandwich haben wir noch hier, Yucca-Seeds haben wir auch hier drin, okay. Das brauchen wir alle nicht. So, dann haben wir hier noch irgendwas. Nee, Waffen, die Waffe können wir gleich wieder sorgen.
Munition. Haben wir sonst noch irgendwas an Waffen hier? Oh, wir müssen noch unbedingt noch Pfeile bzw. Bolzen machen. Grand Strand. So, dann. Wir wollten ja sowieso zum Händler, ne? Dann können wir auch gleich das Material erstmal hier lassen. So, erstmal alles. Sand brauchen wir auch noch ganz dringend. Sand. Ups. Schaut's hier aus, da haben wir wieder ein bisschen Beton. Das ist gut. Stahl hatte ich noch. Ach genau, Stahl wollte ich auch noch kaufen. Also nicht Stahl kaufen, sondern hier dieses, diese, naja, ihr wisst ja, dieses Zeug, womit man halt das, womit man Stahl noch aufwerten kann. So, wieder ein bisschen Eisen. Rest können wir eigentlich wieder hier reinpacken. Das packen wir erstmal wieder rein. Das brauchen wir jetzt momentan noch nicht. So, Reparatursets, die packen wir da mal rein. Das da rein. Taschenmotorrad $406. Wie ist eigentlich unser Lenker hier? Was für einen Wert hat der? Der 350. Okay, dann können wir also verkaufen. Ich gleich mal den Schmodder gleich mal reinpacken, was wir jetzt nicht unbedingt brauchen. Das können wir verkaufen. Das und das. Nachtanken können wir gleich. Den Rest packen wir mal da rein. Ich glaube zwar nicht, dass wir so viel kaufen werden, dass wir den ganzen Platz brauchen, aber naja, vorsichtshalber. Die Motoren behalten wir noch, die Batterien behalten wir noch. Schraubenschlüssel zum Bauen wollten wir ja hier lassen. Schwupps, schwupps. Die Schaufel brauchen wir eigentlich auch noch nicht mit. So, Schraubenschlüssel, den können wir uns nochmal an den Mann packen hier. Wir brauchen, ich muss mal den Bohrer, den packe ich jetzt mal hier hin. So, das haben wir, die Pickaxe. Brauche ich eigentlich auch noch nicht so wirklich. So, Hammer brauche ich. Ja, komm, nehmen wir mit. Was soll's. Kommt ja auch nicht so drauf an. So, dann essen müssen wir gleich noch. Trinken haben wir dabei. Bandagen, so, dann füttern wir noch was. Und dann düsen wir auch gleich los. Und dann nehmen wir natürlich noch das Zeug mit, was wir verkaufen wollten. Babababab. So, essen. Oh, Fleisch haben wir noch genug da, aber wir müssen das natürlich dann auch irgendwann mal zubereiten. Sowieso unsere Vorräte, was Essen und Trinken angeht, sind zwar okay, aber es ist auch noch ausbaufähig. Aber das machen wir dann, wenn unser Lager dann komplett steht, dann ist das, glaube ich, ein bisschen schöner, das Ganze. So, noch ein bisschen was trinken. 50%, noch ein bisschen Goldrutentee. Müssen wir auch mal unbedingt anbauen. Wir haben ja, glaube ich, von Goldrutentee auch keine Seeds, ne? Oder kaum Seeds. Da müssen wir auch mal bei. Hier haben wir noch ein paar Seeds. So, da sind wir auf 100. Sehr gut. Dann nehmen wir erstmal hier alles mit. Und eigentlich können wir direkt gleich losdüsen. Hatte ich noch den Händler markiert? Ja, das ist noch markiert. Okay. So. Wollen wir schnell abschließen. So. Warte mal, ich gucke noch mal ganz kurz in die Lage, ob wir da nicht noch was drin haben, was wir verkaufen können oder sollten. Können wir den verkaufen? Den können wir in der Tat verkaufen. So, das mal da rein. Das da rein. Ah, scheiße, ich muss nochmal zum Motorrad. Ich muss nochmal zum Motorrad mich doch nochmal ausmüllen. Nein. Will ich mich, glaube ich, auch nie dran gewöhnen. So, das. Nein. Genau das nämlich nicht. Genau deswegen. Naja, gut. So, dann haben wir erstmal hier wieder ein bisschen Platz. Und da jemand? Nee. So. Hier, gut, hier brauchen wir nichts verkaufen. Da hatten wir, glaube ich, auch schon ausgemistet. Da hatte ich, glaube ich, schon aussortiert. Wenn ich mich nicht irre. Und hier könnten wir. Ja, gut, ein Messer, das können wir jederzeit auch herstellen. Ich meine, vielleicht kauft er das ja, was soll's.
Die haben wir ja hergestellt, das ist alles gut. Die Shorty. Ihr habt gesichtet, die. Ach ne, AK hatten wir sogar. Und dann können wir uns noch mal eine AK bauen. Die hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, dass wir noch eine AK haben. So, den Knüppel können wir auch noch mal verkaufen. Den können wir noch mal verkaufen. Das müssen wir noch mal reparieren. Das müssen wir noch machen vor der Horde. Ich glaube, das behalte ich erstmal noch. Da können wir sonst noch mal bessere Waffen draußen bauen. Können wir hier noch was zum Vertickern? Oh nicht, ne? Gras können wir nicht verkaufen. Das hatten wir doch, hatte ich doch schon mal woanders gesehen hier. Nailgun Frame. Hatten wir doch, wo hatten wir denn Nailgun Frame noch? War das nicht hier? Irgendwo hatte ich das gesehen. Okay, egal. Fahren wir erstmal los. Zack. Ups, da wieder zu. So, dann düsen wir mal los. Hoffentlich hat der Händler diesmal auch was Vernünftiges. Wir können eigentlich gleich nochmal gucken. Moin zusammen, hallo. Wir können erstmal kurz mal zum Händler. Wir fahren erstmal zum Händler. Und dann werten wir uns erstmal auf, weil ich bin in der Zwischenzeit noch x-mal aufgestiegen. Vom Level her. Also von daher könnten wir vielleicht nochmal bei Secret Stash noch so ein bisschen was rausholen. Und dann verkaufen wir den ganzen Krempel und ist gut. Müssen wir eh mal gucken. Ich weiß jetzt noch nicht mal, welchen Level ich derzeit habe. Da gucken wir auch mal. Da gucken wir nochmal nach. Und Schwein, alt. Wald als Schwein ist wichtig. Schwein ist gut. Zack. Was? Oh. Jetzt habe ich gar keinen. Habe ich eine Machete mit? Nee, aber Messer. Warum habe ich die Machete denn? Ach nee, da oben ist die Machete. Alles klar. Wollte schon sagen. Soll eine Machete mitgenommen haben. Oh! Uiuiuiui! Uiuiuiui! Da! Hast du davon? Schon Blei. Gut. Nehmen wir mit. Wo ist das Schwein? Ja. So. Bisschen Zeugs. Und wir sind schon fast wieder voll. So, noch was in der Nähe, was wir erlegen können. Da läuft nichts rum, kein Hirsch oder so was. Na, schade. Na gut. Weiter geht's. Du, 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 du. Bam, 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 bam. Da können wir schon rechts abbiegen. Ach, was wir hier noch alles an. Oh, guck mal hier, die ganzen Autos. Joeys. Da müssen wir auch noch mal bei. Also immer noch Golden Rod, das könnten wir eigentlich auch noch mal, eigentlich noch mal alles einsammeln. Wo wir auch gleich noch mal gucken können, ob wir hier vielleicht noch mal Oil Shale noch finden. Damit wir dann auch gleich wieder ein bisschen Benzin herstellen können. Ja, wir müssen dann auch mal wieder los und müssen uns auch mal wieder ein bisschen Benzin von den Autos holen. Oh nein! Jetzt zu die Butze. Okay, da steht er schon, der Kamerad. So, gucken wir erstmal, was wir. Wir haben 54 Punkte. Wir sind jetzt Level, da können wir nochmal insgesamt mal raufgucken hier. Level 111, Wohlbefinden 118 von 200. 93, 97 sieht gut aus, alles in Ordnung. 1641 Zombie-Kills. Tode 6, was? So oft bin ich schon gestorben. Zurückgelegte Kilometer 200. Gegenstände gefertigt 15.091. Längstes Leben 13 Stunden. Das ist nicht so viel. So, wir wollten da mal rein. Was brauche ich hier? Brauche ich 120er Level. Okay. Wir wollten sowieso Secret Stash gucken. Das ist. Wo war denn das noch? Unter Plünderung. Secret Stash dürfen wir nicht, weil wir Bate 80 sein müssen. Da brauchen wir 10 Punkte. Nochmal 32 Punkte. Das reicht gerade so. Ich glaube, das investieren wir einfach mal. Eiskalt. So, und dann machen wir hier nämlich nochmal zack. Da haben wir noch 12 über. Plünderung. Plünderer schneller, erhalte zudem höhere Prozentchance auf bessere Beute, erhalte die Fertigkeit durch das Öffnen von unberührten Behältern. Schneller Eddy. Qualität
Qualitäts-Joe können wir uns nicht mehr leisten. Schatzsuche können wir uns leisten, will ich mir aber nicht leisten. So, wir sind hier auf Maximum, was Secret Stash angeht. Das wollte ich nämlich... Ach so, wir wollten hier auch mal reingucken. Ups. Da haben wir nichts verkauft, ne? Also das geht tatsächlich nur... Ich dachte, dass der Händler das noch mitverkauft. Rent, alles nehmen. Rohstoffe. Gut, dann bezieht sich das dann anscheinend tatsächlich nur... Hallo? Auf PvP, beziehungsweise PvE. So. Moin. Huch. Ich will vergauben, mein Freund. Vergauben. So. Sell. Das kannst du haben. Das kannst du haben. Das kannst du haben. Das und das. Und vorhin geschlossen. Kannst du auch verkaufen. Kannst du auch haben, meine ich. Das und das und das. Bleib behalten wir. Machete kannst du haben. Das kannst du haben. Das nehmen wir wieder mit. Messer kannst du haben. Das kannst du haben. Knüppel kannst du haben. Den Knüppel kannst du haben. So, einmal das. Komm gleich wieder. Schwupps. Schwupps. Also die Motorradteile, die ziehe ich mal per Hand rein. Das war auch das Einzige. Gut. So. Nee. Ach, schade. Yeah, what do you want? What do you want? Also, verkaufen, verkaufen, verkaufen. Kaufen, kaufen. Ah, da kommen sie schon wieder, weißt du? So, die Wumme kauft er auch nicht an. Da sind wir schon wieder voll. So, was hast du jetzt erstmal? Dass sie auch immer herkommen müssen. Immer wenn ich hier bin. Immer wenn ich hier bin, gibt's Besuch. So. Achso, was wir nochmal gucken können. Da es ja hier sowieso nichts bringt. Alles nehmen. Dann können wir nämlich versuchen, das mal hier zu verkaufen. Ich meine, der Vorteil ist, wir können das hier... Na, das wollte ich gar nicht. Ach so, doch, da war doch Geld. Hier. 784. Also geht das doch. Ah, das geht doch. Wir verkaufen ihm das mal so und das, was wir überbehalten, das packen wir wieder in die Vending Machine. So, sell. Das verkauft er. Das kauft er nicht. Nein. So, okay. Das hatten wir schon alles durch. Alles klar. Huch. Okay. Bin mal gespannt, ob wir da oben reinkommen. Das wäre ein bisschen ungünstig. So, hier wollen wir noch ein bisschen was verkaufen. Add. So, das kommt rein, 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 das, das und das und das. Gut, Kohle haben wir dabei, das ist alles Material, das können wir so wegballern. Der hat das doch ein bisschen Kohle gebracht. Habe ich jetzt gar nicht gesehen, dass da Kohle drin ist. Das steht ja auch hier oben, warte mal, da. Da steht's, da habe ich gar nicht drauf geachtet. Wie immer. So. So, mein Freund, was geht jetzt hier ab? Warum sind die eigentlich... oh Gott, wie gehen die denn ab? Kann ich die... Das kann ich kaputt schlagen, gut. Was gibt's hier denn ab? Wie sie es alle probieren, das ist so witzig. Wie beim Schlussverkauf, du. Ich glaube, es ist Winterschlussverkauf gerade. Unglaublich. Wie geil ist das denn? Ich glaube, ich werde die mal... Ich werde die mal beglücken. Ist da noch irgendjemand im Gange hier? Nee, ne? Dass hier gleich noch ein Wolfsbügel kommt. Das bin ich eigentlich eher gewohnt.
So. Oh, echt jetzt? Oh nein. So. Mutti nochmal. So, einen haben wir noch. Oh, Ruhmpuff. Da kriege ich doch sicherlich einen Nachlass für, oder? Dafür, dass ich ihn hier befreit habe. Na. Oder vielleicht finden wir noch was zum Verkaufen. Oh, eine Schaufel, die können wir tatsächlich mal verkaufen. So, die Leichen kann er aber selber wegmachen. Meine ich auch noch. So. Oh. Schwarze Hose kauft er sicherlich. Mal schön Klamotten, die können wir ihm gleich nochmal schön alle verkaufen. So, hier ist sonst nichts, ne? Keine Leichen. Alles leer. Okay, wo sind denn die ganzen Leichen hier waren? Oder sind die alle weggespawnt? Das kann natürlich sein. So. So, bitteschön. Keine Ursache. Habe ich gerne getan. So, sell, sell. Was haben wir noch zu verkaufen? Kauft er nicht. Die können wir gleich nochmal in die Vending Machine packen. Schatz kriegt er natürlich auch nicht. Packen wir noch kurz in die Vending Machine. Wups, das kann nochmal rein. Und ansonsten was? Das auch schon den anderen Kram, den können wir ja alles noch verwenden. So, jetzt gucken wir mal, was im Secret Stash drin ist. Vielleicht ist da mal was Brauchbares drin. Okay, fucker. Beziehungsweise gucken wir es mal hier rein. White Press Boy Cap. Komponentenbogengriff. Nein, da brauchen wir alles nicht. Magnum Patrone. Ja. Oh, hier, die ist natürlich geil. Die ist natürlich geil. Für 9600 können wir uns locker leisten. Will ich mir aber nicht leisten. So, Machetenklinge haben wir dreimal. Dat. Feuer. Was? Feuerraum? Block from the creative menu. Decorative block. Okay. Feuerraum. Was haben wir hier? Das ist, glaube ich, noch der ganze Kram, den ich, glaube ich, gerade vertickert habe. So, das war alles. Chemikalienöl. Dann gucken wir mal, was er im Secret Stash hat. Solarzelle. Interessant. Alter, eine Solarzelle. Eine Solarzelle. 20.000. Bist du nicht ganz dicht oder was? Aber er hat natürlich genau das, was ich haben will, hat er natürlich nicht. Ich hatte ja die Hoffnung, dass er vielleicht irgendwie so ein Kettensägenblatt hat oder sowas, aber nein, natürlich nie. Warum wollte er auch? So, was wollte ich eigentlich noch kaufen? Ich wollte dieses Zeug kaufen, ne? Dieses für Stahl. Hat er anscheinend auch nicht hier, habe ich jetzt gerade nicht gesehen. Hier ist dann das normale Öl. Alter, das hat er auch nicht. Da willst du mich verscheißern. Wofür komme ich denn extra her? Du bist doch so ein Sack, du echt. Metallrohrflansch. Hauptsache Metallrohrflansch hast du, aber nicht mal so ein bisschen Stahlöl. Oder ja, Stahlöl im Prinzip. Wir nennen es immer Stahlöl. Hier, alles wieder mal. Alles für den Arsch. Gut. Trader 2, der ist 8 Kilometer weg. Der ist 8 Kilometer weg. Welche, wo ist denn der? Warte mal, der ist. Wegpunkt verfolgen, auf Karte anzeigen. Achso, das ist Trader 2, alles klar. Wo ist denn dann Trader 1? Trader 1, da haben wir es. 2 Kilometer. Der ist hier, okay. Und da könnten wir können mal gleich mal gucken, wie spät wir das haben. 14 Uhr, das schaffen wir locker. Machen wir in der nächsten Folge. Gut, ich würde sagen, an dieser Stelle
verabschiede ich mich wieder von euch. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wie gesagt, wir werden dann in der nächsten Folge nochmal zum Händler fahren. Und dann geht es wieder nach Hause. Wir haben etliches zu tun. Wir haben es fast 15 Uhr, Tag 55. Also müssen wir an Tag 56 nochmal richtig Gas geben. Und ja, schauen wir mal. In diesem Sinne, macht es gut. Bis zur nächsten Folge. 7 Days to Die. Bis dann. Tschüss.